Audio-Post. Geklickt. Gehört. Ein Mausklick hier, einer dort und schon wird das Geld überwiesen oder auch ein Dauerauftrag eingerichtet. Online-Banking gehört für uns mittlerweile zum Alltag. Und eine neue Studie hat ergeben, jeder Zweite fühlt sich sicher und hat Vertrauen, dass die Daten geschützt sind. Ist das gerechtfertigt? IT-Experte Andreas Wiesler berät Firmen und Kunden im Bereich Computersicherheit. Er sagt: Ja, ich denke, das Vertrauen ist schon gerechtfertigt. Die Banken unternehmen sehr große Anstrengungen und investieren sehr viel Geld, dass alles wirklich auch sicher läuft. Ein Restrisiko lässt sich aber nie komplett ausschließen. So zum Beispiel, wenn sich ein Virus auf das eigene Gerät installieren würde. Ein möglicher Virus wäre also, wenn überhaupt, der größte Unruhestifter. Ansonsten läuft es beim Online-Banking. Doch was macht das System so sicher? Neben dem Benutzernamen und dem Kennwort nutzen heute alle Banken einen zweiten Faktor. Das kann eine SMS sein, ein Bild zum Abscannen oder ein Gerät, welches mir regelmäßig einen neuen Code anzeigt. Und genau diesen zweiten Faktor muss ich dann in einem zweiten Schritt auch eingeben. Doch ist das wirklich wasserdicht? Oder welche Schwachstellen gibt es vielleicht doch? Die große Gefahr ist mein eigenes Gerät. Wenn sich da ein Schädling einnistet, dann kann er alles überwachen. Man nennt diese Dinger Banking-Trojaner und die überwachen den kompletten Netzwerkverkehr. Anstelle, dass die Daten dann zur Bank gehen, gehen die zum Hacker und er kann sich dann in meinem Namen einloggen. Ein Albtraum. Doch die gute Nachricht, Online-Banking-Kunden können auch selber etwas tun, um ihre sensiblen Daten besser zu schützen. Ganz, ganz wichtig, niemals darf der zweite Faktor auf dem gleichen Gerät sein. Wenn ich also Online-Banking auf meinem Smartphone mache, darf ich nicht auch das SMS dorthin bekommen. Und ich darf auch nicht mit diesem Gerät das Bild abfotografieren und beim Online-Banking eingeben. So der Tipp von IT-Experte Andreas Wiesler. Doch es gibt eine Frage, die bleibt. Warum nutzen andere Online-Plattformen nicht auch diese Technik, wenn sie denn so sicher ist? Ja, das ist wirklich sehr schade. Aber es gibt zum Glück immer mehr Seiten, die den zweiten Faktor ebenfalls ermöglichen. Ich benutze zum Beispiel für viele Webseiten den Google Authenticator. Und da haben sich doch schon über 50 von solchen Logins verewigt. Bei vielen Webseiten muss ich dies aber noch von Hand aktivieren. Meine Empfehlung, bitte nutzen Sie das, wenn es angeboten wird. Audio Post. Geklickt. Gehört.